Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Crusader Kings 3 hier auf Genix Reloaded. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und jo, es ist ein paar Tage her, als wir das letzte Mal hier im Kaiserreich Deutschland waren. Das gerade so noch Kaiserreich ist, weil ich den letzten Krieg abwenden konnte, nicht abwenden, aber beenden konnte. Ja. Hoffen wir mal, dass wir das hier noch auf die Reihe kriegen. Des Weiteren muss ich eigentlich noch Soldaten nach Ägypten entsenden. Aber ich habe genau, inzwischen ist es wieder gut aufgerüstet, aber theoretisch muss ich es tun. Aber ich weiß ja noch nicht, was das bringen soll. Ich weiß auch gerade nicht, wo da sind die ganzen Armeen. Die meine Freunde da mittendrin. Da war ich mit 55.000 Leuten. Also die hier, die Kleinen, die kann ich platt machen, aber ich weiß es nicht. Und jetzt gerade eh nicht. Unser Kaiser ist nämlich auf dem Weg nach Minden zu einer Jagd. Und oh, Entschuldigung. Darf er Aufnahme einfach nicht trinken. Also zumindest nichts mit Kohlensäure. Ja, hier haben wir natürlich noch die gewohnten Nachrichten. Ja, wegen der Artefakten ist Kacke, aber ich habe nicht mehr wirklich viel Geld. Alleine deswegen kann ich schon nicht in irgendwelche Kriege ziehen. Schade. Das kostet natürlich auch alles. Dazu haben wir immer noch die Seuche, die, wie heißen die? Hasenschweren, die sich hier mitten in meinem Reich tummeln. Wie, habe ich vergessen zu gucken, was macht denn mein Hofarzt gerade? Forschung voranbringen? Der ist da. Das heißt, er würde jetzt zurzeit ja eh nicht viel machen. Ne? Okay. Dann gucken wir mal, was die Jagd bringt. Und starten rein. Ja, Gerhard. Tritt dem Kreuzzug bei. Zweiter von Friesland. 7,5 Euro benennen. Nehmen wir irgendjemanden im Krieg? Achso. Ist auch im Kreuzzug. Ist von uns beeinflusst, Leute. Kurz. Oh, sehr gut. Deine Fraktion hat sich aufgelöst. Sehr gut. Ein Verbündeter des Krieges trat bei. So, was haben wir hier? Wie Gebärte, der Jägermeister von Gräfin Atela, trommelt die Gesellschaft zusammen, als das Licht über den Jagdrevieren aufgeht, die sich ins Tiefland von Minden schmiegen. Mit etwas Glück finden wir gleich mehrere Hasen als Vergnügen für unsere Greifvögel. Meine Treiber werden keine Schwierigkeiten haben, die Vögel aus ihren Verstecken zu scheuchen. Und ich kenne einige Orte, die reiche Beute versprechen. Na, dann mal los, ne? Dann mal los. Schaffen wir uns daraus. So. So. Also den Schuppenpanzer muss ich eigentlich auf jeden Fall reparieren. Kannst aber auch 150. Ja, das war's dann aber auch erstmal. ja. So schnell kann's gehen. Ist gar nicht so lange her, da ging es unserem Reich noch gut finanziell.
Der Jagdmeister von Griffin Athela oder Athela weist die Gruppe an, leise zu sein. Wir haben unser Ziel erreicht. Von unserem Aussichtspunkt aus können wir mehrere braune Hasen im Gebüsch vor uns sehen. Die Gesellschaft hält an und wir bereiten uns darauf vor, die Hauben unserer Vögel zu entfernen. Eine nach dem anderen schicken wir sie auf die Jagd. Erfolgschance 33,2%. Das ist nicht viel. Okay. Feinde treten aus, Verbündete treten bei. Ja, das ist natürlich immer gut. Wie sieht das denn überhaupt aus? Plus 13. 138.000. 136.000. Eieiei. Ich beobachte aufgeregt, wie mein Vogel, also mein Falke, ein Ziel anvisiert und sich hoch in die Lüfte erhebt. Die Hasen haben noch keine Ahnung, dass mein Falke von hoch oben den Boden nach ihnen absucht. Immer wieder stößt mein Falke auf ein Beutetier herab, doch stets verfehlt er sein Ziel oder fügt ihm nur eine kleine Wunde zu. Mein Gott, nach stundenlangen Versuchen ist die Beute so gut wie verschwunden. Der Falke fast völlig erschöpft und das Licht wird immer schwächer. Eine Schande. Ach ja, dem Ruf der Wildnis zu folgen, ist stets ein Abenteuer. Und dieser Ausflug bot Gutes wie Schlechtes im Überfluss. Ich bin dabei nicht vorangekommen, das Vertrauen von Eastmund zu gewinnen. Anscheinend mache ich etwas falsch. Siegbert sammelt als Erzjägermeister die enttäuschende Jagdgesellschaft und die erschöpften Hunde für die Heimreise. Der Hase ist uns tatsächlich gekommen. Dieses Mal. Ja, Hasen, weiß man ja, ne? Das sind, habe ich ja schon mal gesagt, sehr gefährliche Viechers. Hinterhältig. Und, ne? Die schlagen Haken, da kann keiner was machen. Ne? Ja, ich will hier aber nichts machen. Radke von Winzenburg würde sich als Befehlshaber sehr gut machen. Schlechte Luft über Wroclaw. Die Asenschwerin hat ganz Wroclaw verwüstet. Mein Hofarzt Abu Bakr teilt mir mit, Mann, dass der örtliche Handel und die Herstellung völlig versiegt sind, während die Menschen in ihren Häusern und auf den Straßen ausharren und auf den Tod warten. Er hat die schlechte Luft, die die Toten und Sterbenden umgibt, für die Sache solche verantwortlich gemacht und vorgeschlagen, dass ein riesiges Feld Lavendel viel dazu beitragen würde, diese schlechte Luft zu vertreiben und die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen. Der Versuch wert. Ich erhalte 75 Prestige. Ich verliere 360 Gold und Grafschaft von Wroclaw erhält für 5 Jahre üppige Pflanzenwelt. Hier wurde eine riesige Blumenwiese angepflanzt, um die schlechte Luft einer Seuche zu bekämpfen. Volksmeinung plus 5. Was für eine Goldverschwendung. Ich setze 75 Prestige ein, ich habe 20 Legitimität verloren und Grafschaft von Wroclaw erhält für 15 Jahre verbreitetes Miasma. Ja, nee, das kann ich nicht machen. Ja, dann bin ich aber halt wieder im Pleite-Geier-Modus, ne? Nee, ich möchte nicht um Ansprüche bitten, ich möchte um Geld bitten. I need money! Volk ist es nicht beeinflusst, aber der ist ja schon bei 92. Aus der Asche. Die Seuche ist endlich wieder aus dem Reich verschwunden. Und wir müssen diese Gelegenheit nutzen und uns jenem Chaos erheben, das sie hinterließ. Wir erstehen aus den Trümmern der alten Welt auf und es ist an der Zeit, an die neue zu denken. Wir dürfen keine Kosten scheuen, um den Hauptsitz wieder aufzubauen. Wieder 117. Erholung von Krankheit für 5 Jahre. Entwicklungswort steigt. Es gibt nichts, was ich tun kann. Jede Grafschaft, die in den letzten 10 Jahren verseucht war, erhält kleine Erholung von einer Krankheit. Und ich habe 20 Legitimität verloren. Ja. Oh, ich gehe hier richtig pleite. Rudolfinger Dessau wurde geschaffen, Nebenlinie. Verbündete treten aus. Sehr gut. Eieiei. Exkommunikation. Herzog Waldemar der Zweite.
Der Ahnungslose von der Nordmark. Aha. Interessant. Seid gegrüßt, mein unversöhnlicher Lehnsherr. Bitte nehmt dieses demütige Geschenk an. Es mag nicht viel sein, doch ich hoffe, es kann euch nutzen. Auf unsere beständige Freundschaft. Gewinnt 33 Meilen von Graf Wittemir. 180. Sehr gut. Dann bin ich nämlich wieder im Plus. Sehr gut. Herzog Abraham hat die Nebenlinie Ludolfinger Dornoch geschaffen. Geschuldet. Dafür verfolgt mich einen Mangel an Schuldheißen für 10 Jahre erhalten. Oh, Packen von König Jürgen breitet sich aus. Mein Gott. Verschuldet. Aufschluss von Wolkenstein. Was macht denn mein... Nur 4 Monate in Britzkick. Na, Pech. Mann, das ist doch alles. Super, ey. Die übertreiben hier ganz schön wieder, ne? Solche bändigen. Durch Widerstand plus 10 für mich. Us war Uf als steigert Prestige und Kosten 0,3 im Monat, also genauso viel. Gut. Dann machen wir weiter hier. Ein Schatten über Zollern. Einen Spaziergang durch die Grafschaft von Zollern zu unternehmen, scheint auf den ersten Blick ein angenehmer Zeitvertreib zu sein. Doch wenn man genauer hinsieht, offenbart sich der Schrecken. Die Seuche hat diese einst blühende Metropole erreicht. Die Haut der Angesteckten ist tiefrot und mit Blasen und Beulen übersät. Durch den endlosen Juckreiz bilden sich unzählige Narben und die Augen, die keinen Hoffnungsschimmer mehr zeigen, sind blutunterlaufen. Die Zahlen sind zwar noch niedrig, doch immer mehr Menschen weisen Symptome auf. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Krankheit weiter ausbreitet. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird diese Krankheit Pocken von Jürgen, König Jürgen genannt. Obwohl sie den Hauptsitz vielleicht nie erreichen wird, könnte es eine vorbeugende Wirkung haben, vor Ort Hilfe zu leisten, um den Schach zu halten. Das war begonnen in Ölen. Okay. Jemand sollte etwas unternehmen. Ich verliere 100 Legitimität. Warum? Eine Grafschaft mit Größe oder gleich 30 Entwicklung neigt zu solchen. Entwicklungsabnahme plus 250%. Ich würde mich verarschen. Ruf den Arzt. Verliere trotzdem 100 Legitimität. Alter. In der Krankenstube von Abu Bakr herrscht schummriges, flackerndes Licht, als er einen Plan zum weiteren Vorgehen entwirft. Ich habe eine Reihe von Beobachtungen in Bezug auf die Pocken von Jürgen, König Jürgen gemacht, Mann. Allem voran darüber, wie die Betroffenen von Narben und Ausschlägen übersät sind. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Die Seuche scheint nicht tödlich zu sein. Als Mann vom Fach empfehle ich, die Ausbreitung nicht allzu ernst zu nehmen. Schließlich wollen wir die Wirtschaft nicht schädigen. Letztlich liegt es an mir, wie viel die Ausbreitung der Seuche zu verändern planen. Wie wir. Ein sanftes Vorgehen ist der beste Ansatz. Verzweifelte Maßnahmen, Untätigkeit. Nee, wenn, dann... Weitet sich wieder aus. Frühzeitige Vorsorge, Erfolg. Unsere bedachte Vorgehensweise bezüglich der Seuche scheint Erfolg gehabt zu haben. Die Ausbreitung konnte unter den Gemeinen verlangsamt werden. Auch wenn die Auswirkungen recht überschaubar sind, sollte uns dies zumindest mehr Zeit für eine dauerhafte Lösung verschaffen. Nee, ich will jetzt keine Prachtreise machen. Seid gegrüßt, mein Lehnsherr. Ich bin in Wölpe angekommen, um euch zu huldigen.
Glorreicher König Kaiser, als Zeichen meiner Treue. Ich hoffe, mein Eid, mich unterzuordnen, reicht als Beweis meiner Ehre. Gezeichnet Herzog Salvatore von Westfalen. Na no, klar. Ich warte geduldig auf meinen Thron, auf die Ankunft von Herzog Salvatore, der mir auch schon bald angekündigt und präsentiert wird. Er kniet ehrerbietig nieder und leistet den Eid, dem Reich als treuer Vasall zu dienen. Auf mein Geheißen erhebt sich der Herzog schließlich. Ich bringe meine Zufriedenheit zum Ausdruck und bekräftige das Anrecht von Salvatore auf die Ländereien, über die er an meiner Stadt herrscht. Dient mir gut. Ja, wie immer, 75 Prestige bekommt Salvatore. Ich bekomme 3 Hofpracht, ebenfalls 75 Prestige. Und unsere Ludolfinger-Dynastie erhält 75 Bekannte. Was egal ist, da wir schon oben sind. Ja, geht ja nicht. So, Ränkespiel vor. Ja, Ruf der Schattenentführer. Mordkomplettstärke. Ja, aber sowas machen wir ja nicht. Also, Cousin Goswin hat die Nebenlinie Ludolfinger Memel geschaffen. Eine mächtige Feder. Als ich die gepolsterten Schwerter für einen Übungskampf hole, den Adalgar, mein Mündel und ich austragen wollen, bemerke ich ein zerfleddertes Tagebuch auf einer Anrichte. Dem Einband nachzuurteilen scheint es Übungen und bewährte Praktiken der Kampfkünste zu enthalten. Adalgar blickt in meine Richtung. Oh, das alte Ding. Ich lese es hauptsächlich wegen der Bilder. Ihr könnt es euch ausleihen. Wie nett. Sehr nett. Faszinierend. Und umschließt den Griff, nicht das spitze Ende. Wow. Das ist hier. Ja, der hat die Logikbombe gedroppt. Kriegsführung um 1 ist erhöht. Bürgermeister Marcia gewann 5 Jahre lang 30 Meinungen von euch. Hier 75 Prestigeschaden. Ja, warum sieht das so scheiße aus? Also, oder ist meine Brille einfach? Nee. Was, hä? Warum sieht die Schrift so komisch aus? Irgendwas? Ja. Ehrenfried, der rheinländische Matrefing, hat die Aufgabe mehr Kontrolle. Sehr gut. Soll laufen lassen? Ich meine, wenn wir ein Saufen rausgesaufen lassen. Ausgerutscht. Mehr Kontrolle in Gemeinde. Ja, hier ist Brut. Tiefrot. Oh. Brauche ja nur 5 Jahre. So. Sieht sie aus. 5. Gut, der ist schon bei 95. Der ist mein Brauner ein bisschen. So, jetzt 61, sehr gut. Bemerkenswerter Gast ist eingetroffen. Sviatas Lava Schein hat einen Spruch auf Grad 5 Klick. Prachthalzeit von Inselbuden. Ja, ist ja im gleichen Reich. Ja, da werde ich wieder gehen, war. Ja, ist im gleichen Reich, da brauche ich nicht. Da brauche ich keine großartigen. Ob man Ecke hat, wird für das Reisegefolge rekrutiert. Mein Vasall Prinz Budimir richtet seine Hochzeitszeremonie in Wiesegard aus und es ist Zeit für unsere Abreise. Er wird dort in den Heiligen Bund der Ehe mit Adriana treten und es wird mit Sicherheit eine schöne Hochzeit werden, so wie es die meisten sind. Ich freue mich darauf, die Entspannung und die Feierlichkeiten genießen zu können, die mit einem solchen Anlass einhergehen.
Was? Ein Radspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet ein Komplott, um eine Person zu ermorden, und zwar meinen Gast, Varinichin. Varinichin von Winzenburg. Ja. Warum sollte man das tun? Keine Ansprüche, keine Reichtümer. Organisator, brillanter Stratege. Oh. Ihr seid immer für mich da. Ich hoffe, ihr wisst, wie dankbar ich dafür bin. Mündel Adalgar tritt an mich ja mit einer seltenen Ehrlichkeit heran. Ja, wenn ich es brauche, dann erwarte ich, dass ihr auch für mich da seid. Aber nee, das meine ich. Freundschaft ist auch gut. Jetzt war erst 11. Mann, aber... So. Ach Mensch. Ein imposanter Mensch steht auf der Straße vor uns. Ich bin Pribislav von Dessau. Dutzende von Männern habe ich schon im Kampf besiegt. Ich muss gestehen, dass all diese Kämpfe langweilig waren. Hier stehe ich nun auf dieser Straße und suche jemanden, der mich übertreffen kann. Jemanden, von dem ich lernen kann. Wenn ihr mich im Kampf schlagen könnt, werde ich euch ein wertvoller und treuer Diener sein. Und so fordere ich an diesem Tag einen von euch zum gerechten Zweikampf heraus. 13, 14. 12 und 27. Also jetzt rein vom Kampfgeschick. Ja, ich kann den einfach niedertrampeln, habe ich ja schon mal gemacht. In meinem Sieg könntet ihr weniger wertvoll sein. Kampfgeschick. 99%, ich halte 100, und wie immer 100. Ich erhalte 75 Prestige. Pribislav Kritzmaler schließt sich meinem Hof an und wird für das Gefolge logischerweise rekrutiert. Und 1%, ich setze 150 Prestige ein. Und 80%, jedes Mitglied eures Gefolges verliert 20 Meinung von mir. Ah! Ja, mach ich selber. Ich gewinne den Kampf. Sehr gut. Mein Cousin König Ismund hat Ludolf Inge Brandenburg geschossen. Jaromil, der örtliche Hauptmann und einige Offiziere begrüßen mich, als mein Gefolge das Armeelager von Freiberg betritt. Ich steige rasch ab, um die Kaserne zu inspizieren. Hier herrscht reger Betrieb und überall stehen Soldaten herum. Doch jeder scheint genau zu wissen, was er zu tun hat und wohin er gegebenenfalls gerade unterwegs sein sollte. Ich nicke und schätze das organisierte Chaos, das ich beobachte. Was möchte mein Herr als nächstes tun? Fragt Jaromil mit erwartungsvollem Blick. Ich hätte nichts gegen einen kleinen Übungskampf. Kampfgeschick herausfinden, 99% Ergebnisse. Ich übe erfolgreich mit den Truppen. Meine Kriegsführung wird um 1 erhöht und ich erhalte 150 Prestige. Ja, 0%. Ja, sollte eigentlich nicht passieren. Was ist das für ein Apparat? Bildungsherausforderung gegen König Bonvoy. Mögliche Ergebnisse 100%. Ihr lernt etwas Neues, als ihr die Ausrüstung studiert. Kriegsführung ist ebenfalls um 1 erhöht. Ihr solltet euch mir anschließen. Jaromil Nadletsch wird für das Reisegefolge rekrutiert. Ich verliere 360 Euro. Ja, das ist dann ja schon mal Fucigato. Also, warum sollte ich das tun? Er hat nichts, was irgendwie das rechtfertigen würde. Ja, dann mache ich das. Jetzt Führung gelernt. König Olaf wurde auch exkommuniziert. Spukhaus. Während wir durch die Flure des Herrenhauses in Schlan gehen, wendet sich Berbat an mich. Man sagt, ich spucke in diesem Teil des Anwesens her. Zögernd sehe ich mich um. Der Flur ist etwas dunkler, als ich es erwartet hätte, und die Kerzen flackern. Als wir im alten Speisesaal anhalten, wendet sich Berbat erneut an mich, diesmal mit einem Grinsen im Gesicht. Möchtet ihr eine richtige Führung durch das Spukhaus?
Wie creepy. Wollt ihr mal einen echten Hasen sehen? Was geht denn hier ab? Ja, das wäre entspannt. Wir betreten den heimgesuchten Teil des Anwesens. Na klar. Wir gehen einen dunklen und verlassenen Flur entlang. Die wenigen Möbel, auf die wir stoßen, sind alle mit Laken zugedeckt, was die gespenstische Stimmung noch verstärkt. War das eine Ratte? Ich beschleunige meinen Schritt, um mein Gefolge einzuholen. Berbert dreht sich mit einem schaurig breiten Grinsen zu uns um. Und nun hier entlang, meine Damen und Herren. Okay. Ich sollte mich besser an die Route halten. Ich bleibe bei meinem Gefolge. Was ist da drüben für eine Nische? Ich könnte etwas Spannendes finden. Das ist nichts für mich. Ich verschwinde. Ja, dann gucken wir mal. Unversehrt. Ich tappe in der Dunkelheit umher und gebe mein Bestes, um nicht auf das ansteigende Gefühl der Panik zu achten, das die Finsternis in mir auslöst. Ich eile durch die nächste Tür und versuche, die Gruppe zu finden. Plötzlich kommt eine große dunkle Gestalt auf mich zugerauscht. Vor lauter Überraschung stoße ich einen Schrei aus. Als ich wieder zu mir komme, sehe ich die Gruppe in dem Raum stehen, den ich gerade betreten habe. Berbert hat Mühe, vor lauter Lachen noch Luft zu bekommen und zeigt auf mich. Herr, hattet ihr eine gute Zeit? Ihr Schuft, Arschloch. Wird geschehen. Berbert Vrana erhält die Eigenschaft verwundet. Ich halte 20 Schrecken. König Asien verliert 10 Jahre lang 20 Mann von mir. Oh ja, in der Tat. Ja, ich setze, verliere 150 Prestige, verliere 20 Schrecken und bekomme Anspannung. Aber Prestige habe ich ja genug. Während ich meine Reise durch Wüscherat fortsetze, komme ich an einem sonderbar aussehenden Zelt vorbei. Der Eingang ist hochgeklappt und ein noch sonderbarer aussehender Bewohner befindet sich im Inneren. Kommt herein, o mächtiger Kaiser. Ich kann sehen, dass noch viele Meilen vor euch liegen. Und für einen bescheidenen Preis könnte ich die noch vor euch liegende Reise wahrsagen. Der seltsame Mann hat das Interesse meines Gefolges geweckt. Doch bin ich bereit, für eine Wahrsagung zu zahlen? Sag mir die Zukunft voraus, o Weiser. Die kostet 75. Mögliche Ergebnisse 50% gutes Omen oder 50% schlechtes Omen. Kommt und erlebt die Zukunft mit mir. Er liebt die Zukunft mit mir, schließt sich meinem Gefolge an. Der Schnau. Den soll ich mitnehmen. Den sollte ich mitnehmen. Wieder nicht dein Plus, aber der hat ja schon 93. Was? Bergbausiedlung besucht. Ihr habt 200 Verwaltungslebenshandel-Erfahrung erhalten. Okay. Eine Ente? Der Tag auf der Straße verlief bislang ziemlich ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Wir befinden uns irgendwo außerhalb von Eibenschütz und ich schließe die Augen, während mich mein Reittier einen Schritt nach dem anderen näher in Richtung Ziel bringt. Der Wind spielt eine wunderbare Melodie in den Baumkronen, doch auch ein anderes Geräusch wird von der Brise herangetragen, das nicht von unserem Gefolge stammt. Ist das ein Quaken? Ich versuche, den Ursprung des Quakens auszumachen und stelle fest, dass es von einem Gebüsch zu meiner Rechten kommt. Das ist ein gutes Zeichen. Ich halte Entenquaken für 5 Jahre. Anspannungszuwachs ist -10%. Das Quaken einer Ente kann eine bemerkenswert beruhigende Wirkung haben. Quack, quack. Oh, stimmt schon. Folgt dieser Ente? Nein. Bah, nerviges Federviech, verschwinde. Das ist ein gutes Zeichen. Lokalheld. Während wir durch die Landschaft streifen, stoßen wir auf einen bescheidenen Schrein. Er ist geradezu einfältig schlicht gestaltet und seine Spitze ziert ein krudes Symbol, ein Kreuz. Darunter sind verwitterte Worte zu erkennen. Hier ruht der heilige Ostromir von Mähren, Sohn von Breschlaff. Der heilige Ostromir aus Mähren? Offenbar wird in diesen Teilen des Landes eine örtliche Persönlichkeit angebetet, die katholischen Priester gar nicht offiziell anerkannt haben. Reicht diese irre Lehre nieder? Ich bekomme 50 Frömmigkeit. Ich halte 10 Jahre lang geschändetes Grabmal. Meinung von Klerus plus 10. Ich halte 10 Anspannung, weil ich eigenwillig bin. Huch. Prinz Ambros verliert 10 Meinung von mir. Und die Kulturakzeptanz der Sachsen und der... Was? Mögvero-Slowen
verringert sich um 2,5. Okay. Ja, Heliogostrum, ja, das klingt gut. Verlieh 75 Gold. Ich erhalte 10 Jahre lang örtlichen Schutzheiligen geehrt. Volkswandung plus 10. Prinz Ambrus gewinnt 10 Meinung. Grafschaft von Snaim erhält für 10 Jahre lang Ortsheiliger. Besitztumssteuern plus 10%, Volkswandung plus 15%. Und die Kulturakzeptanz. Ja, mach ich. Gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende der Folge. Ja, geht langsam voran. Bin ich gespannt, was uns jetzt demnächst erwartet. So langsam noch 200 Jahre. Dann haben wir das Spielende. Bin ich noch gespannt, was da noch kommt. Gut, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Aber wäre nice, teilt das Video, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye, bye. Euer Tobi.